So, und natürlich die beiden Türen zugleich zugemacht. Aber jetzt erstmal Burning Root, würde ich sagen. Mit dem Finger im Po, also. Jetzt komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, haut euch mal gegenseitig auseinander. So. Und jetzt sind die First Street rein. Was ist das denn? Schuss! Ich glaub es nicht, ey. Ich glaub es nicht mehr heute. Dritter. Dritter. Ne? Dritter. Zweiter. Komm schon jetzt. Komm schon, Mann. Boah. So, ein Sieg noch. Ein einziger beschissener Sieg. Dann kriegen wir eine B-Lizenz, die hoffentlich ein bisschen besser aussieht. So, come on, come on, come on. Bubbling, bubbling, blablabla. Bla, bla, bla. Ich meine, das hatten wir aber schon. Das war die Kacke wieder. Okay, mach mal. Kacke, das war dieses 10-Kilometer-Rennen wieder. Scheiße! Das hasse ich! Sag mir diesmal bitte einfach genauer, wo ich langfahren soll. Und jetzt juckt mein Auge. Toll, musste ich den Boost loslassen. Schön. Ah, so. Und erstmal eine ganze Weile geradeaus. Dann ist alles gut. So, hier jetzt irgendwo rein. Nicht unbedingt crashen, das ist jetzt nicht so schön. Sind die direkt hinten drauf schon wieder, ey? Diese beschissenen. Ich glaub's, ich bin schon wieder falsch gefahren. Mein Gott. Kann man eigentlich denselben Fehler zweimal machen? Kapiere ich gar nicht. Irgendwie. Oh, jetzt führt er mich doch hier schon wieder falsch rum, ne? Ach so, nö. Ich hätte da reingemusst. Beschissen. So, jetzt nach links. Ne? Was fährt? Warum stellen die mich denn? Warum stellen die sich denn alle in meinen Weg? Warum nicht in den von den anderen? Schon wieder Achter! So eine Kacke! Und ich hätte einfach nur richtig fahren müssen, hätte ich abgekürzt und wäre Erster gewesen. So eine Scheiße schon wieder hier. Mann, ich kotz im Strahl. Hier, komm, nach rechts. Ich muss nach rechts. Ich muss nach rechts. Haut einfach alle ab. Haut einfach alle ab. Lasst mich bloß in Frieden. Das Rennen hier gewinnen. Mehr will ich doch gar nicht, Mensch. Boah, ein bisschen knapp. So, hier so drin. Genau. Weißt du, bei dem Blinker denke ich immer, du musst den 90 Grad links oder rechts abbiegen. Weißt du, und dann ist es manchmal nur irgendwie so eine kleine Einbuchtung, wo du so ein bisschen links halten musst.
Hier ist sowas, weißt du, das meine ich. Beschissen. Die Wichser sind schon wieder da. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich will, dass es gewinnt. Du beschissenes Arschloch. So, Abkürzung. Abgekürzt. Abgekürzt müssen jetzt gewinnen. Oh Gott, ist das. Schön. Schön. Kurz vor dem Ziel. Was auch immer das bedeuten soll. Oh geil. Lizenz aufgewertet. Bitches. Die Klasse B-Fahrerlizenz gehört nun dir. Die sieht halt noch geiler aus. Aber der Weg an die Spitze ist noch weit. Events zurückgesetzt. Die Klasse A-Lizenz wartet auf dich. Feier dein Lizenz-Upgrade mit einem neuen Wagen. Der Carson Fastback wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Cool. So, Kinder. Und an der Stelle würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier so. Ich rate allen Neuankömmlingen in Paradise City, die Stadt sorgfältig zu erkunden. Seht euch in aller Ruhe um. Lernt die Gegend kennen. Findet Sprünge, Abkürzungen und Werbetafeln. Eben alles, was euch zum Sieg verhelfen kann. Das war Atomicas offizieller Tipp auf Crash FM. Das ist schön, Atomica. Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach mal Schluss. Wir haben die B-Lizenz. Ja. Wir haben die B-Lizenz, wir haben das geschafft, was ich wollte. Und deswegen sage ich jetzt einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal vorbei auf Facebook, Twitter, Instagram. Ja, AskFM. Und, ja. C-Movie-Wiki und so. Das war's von mir. Bonus Paradise immer sonntags. Oder, ja, keine Ahnung. Irgendwann halt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ich bin DJ Atomica von Crash FM. In unserem geliebten Paradise soll irgendwo ein Rennen stattfinden. Möge der schnellste und gemeinste gewinnen. Ja, Tomika, das ist schön, dass du mir die Anmoderation wegnimmst. Meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Burnout Paradise, The Ultimate Box. Ich war gerade mal im Auswahlfenster der Autos und da habe ich mir mal hier den Hunter rausgesucht, den wir irgendwann mal bekommen haben. Die Folge weiß ich gerade auch nicht, aber was ich weiß ist, dass wir mit dem noch weder in einer Werkstatt waren, noch haben wir die Burning-Route mit dem gemacht. Ich muss mal die Tastatur ein bisschen weiter vorschieben. Ja, hier. Jetzt muss ich sie wieder ein Stück zurückschieben. Ah, jetzt haben wir es. Oh, Moment. Oh, stopp. Es ist rot, Leute. Wir müssen den Hallo-Linienbus, den Bus eine Runde vorfahren lassen. Ganz klar. Ja, ne? Ist auch spannend so. Oh, jetzt. Jetzt aber Vollgas hier. Nein, ich möchte mit diesem Auto mal die Burning-Route machen, weil dann hätten wir, wenn wir richtig fahren würden, auch direkt ein weiteres Event und, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in der letzten Folge oder gerade eben, keine Ahnung, haben wir die B-Lizenz bekommen. Und wir wollen natürlich die A-Lizenz haben, das ist ja ganz klar. So, machen wir Platz da. Ich sag Platz da, aber... Liebe Zeit. Was war denn nun? So, meine Frage ist eigentlich auch, fahre ich hier eigentlich richtig? Habe ich hier gerade... Lol, das war die letzte Tankstelle, die uns noch gefehlt hat. Aber wir brauchen ja... Was ist das denn? Aha. Der Smash 372. Und es ist wieder rot. Wir müssen kurz anhalten, zurücksetzen und jetzt geht's wieder los. Also, gleich. So, jetzt ist natürlich gerade grün geworden. Hat sich gelohnt mit der roten Ampel. Muss ich auch mal sagen. Man hört vielleicht, ich bin noch so ein bisschen, ja, erkältet nicht, aber noch nicht ganz fit, sagen wir es mal so. Zack, nochmal. So, wir sollten dann demnächst auch mal, jetzt achte ich gar nicht auf die Straße, ich habe jetzt nur auf die Karte geguckt die ganze Zeit, demnächst mal nach... Ja, wir könnten mal hier lang. Schade, haben wir schon. 28 Smashes fehlen noch. God damn it. Wo sollen die bloß sein?
So, dann fahren wir jetzt hier einfach erstmal nach. Rechts! Ich weiß noch, ich bin mal hier drüben links lang gefahren. Jetzt habe ich es mit dem Finger gezeigt, aber ihr seht das ja gar nicht. Und da habe ich mega genießt. Das war, glaube ich, von, keine Ahnung, Folge 15 oder so, war das, glaube ich, der Opener. Ja, und wir fahren hier lang, weil wir was können. Und weil wir was können, boosten wir direkt auch eine Runde. Dass die Kamera aber auch jetzt so shaken muss, haben sich die Einstellungen schon wieder verstellt. Ich hätte doch Bumpercam angestellt. Jetzt geht's gleich in das Big City Life. Seid ihr bereit? Und davon ist immer noch diese beschissene Werbetafel. Ja, also mit 500 Sachen. Naja, wollen Sie übertreiben, aber mit 300 Sachen. Gegen eine Wand. Wir haben nicht mal einen Reifen verloren. Einfach nur die Stoßstange. Ja, pff. Ist ja nichts Besonderes jetzt hier, ne? Und da vorne ist auch direkt schon die Burning-Route. Aber vorher natürlich. Ja, ich halt doch auch nur an. Hör auf zu hupen. Und ich habe meine beiden Türen für euch aufgemacht. Ja, das ist ein Auto, das wir uns, glaube ich, schnappen können. So, und natürlich die beiden Türen zugleich zugemacht. Aber jetzt erstmal Burning Root, würde ich sagen. Da vorne an der Kreuzung. Und ich sehe da hinten auch noch eine Werbetafel. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr nicht ganz blind seid. Nein, nein, ich mag euch. Ich liebe euch. 1000 Abonnenten! Goddammit! Wildcats Baseball Stadium im Südosten. Die Zeit läuft. In einer Minute 15. Was zum Teufel? Du sagst mir Bescheid, wenn ich abbiegen muss. Anstatt, dass ich ein bisschen auf Sicherheit gehe. Nö, nö. Werbetafel kriegen wir leider nicht. Und da drüben war wieder die Fake-Werbetafel von SingStar. Oh shit. Na, wenn das keine Bestzeit wird, Kinder, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt müssen wir hier in die Webster einbiegen. Tja, Leute, bam! Alter, wie geil war der? 47,03 und wir hatten 1,15. Merke dir das. Nur noch 25 Siege. Für deine Burning Root Show hast du einen Spezialpreis verdient. Auf dem Schrottplatz steht ein Hunter Vegas Karneval. Er gehört dir. Wer bringt die denn immer dahin? Warum gebt ihr mir denn nicht irgendwie in meinen Rucksack, wie bei Pokémon? Da habe ich letztens ein Video gesehen von einem YouTuber, der leider nur, ich glaube 62.000 Abonnenten hatte. Oder 63.000. Jedenfalls hat er ein Video über Pokémon gemacht und wie sinnlos es da zum Teil, weil zum Teil ist halt... Mensch! Dass man halt ein Fahrrad in seinem Rucksack und was weiß ich alles, was man in seinem Rucksack hat, aber so ein kleines Sonderbonbon zum Beispiel, Zitat, nicht mehr reinpassen würde. Ja, Logik. So, der Wagen ist repariert, das ist schön und wir machen ihn natürlich direkt kaputt, wie sich das gehört. Jetzt fahren wir mal zum nächsten Schrottplatz und gucken mal, ob wir von noch irgendeinem Auto eine Burning-Route machen können, müssen, sollen. Und dann würde ich sagen, geht es wieder darum,